Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Projekt ASA hier. Ja, wir sind jetzt endlich in diesem Computer drin von diesem Herrn Forte hier. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier Mail, Personal, Mail, gucken wir es mal hier. Spacebook, Friends, Waiting, irgend sowas. Lieber Philipp, bist du einsam auf deinem kleinen Planeten? Über 8000 Freunde warten auf dich. Werde Mitglied, es ist gratis und absolut super. Besser als das reale Leben. Du wirst nie mehr gelangweilt sein mit all diesen fantastischen Freunden. Aha. Das ist halt die Nachricht, alles klar. Dann haben wir hier Personal. Befehle, Memo. Trenne Befehle mit Beginnen mit dem Benutzernamen Großbuchstaben beachten. Okay, Clear Folder Force, List Restart, Passwort, Secure Reset, Delete Help. Das schreibe ich mir mal auf, die Befehle. Das ist vielleicht ganz gut. Gut, Clear ist wahrscheinlich einfach ein Bildschirm löschen. Folder Force. Vielleicht auch ein bisschen Mac-Befehle, List. Ist nicht alles hier MS-DOS, ich bin ja MS-DOS gewohnt eigentlich. Restart. Passwort. Mit D. Secure. Secure. Reset. Delete. Und Help. Immer mit dem Namen vorne dran. Okay. Benutzername Großbuchstaben beachten. Okay. Command. QPE Console. Geben Sie Befehle in das Feld unten ein und drücken Sie Enter zum Ausführen. Bewegen Sie den Befehl Reset, um neu zu starten. Okay. Gut. Ah ja, da haben wir die Befehle auch nochmal drin. Alles klar. Also zuerst Forte. Wahrscheinlich immer mit Leerzeichen. Jetzt machen wir mal Help. Erstmal Help. Falscher Befehl. Die korrekte Syntax lautet Username Command. Ja, ich wollte doch gerade ein Forte und dann gleich Help dran schreiben, oder wie jetzt? Nö. Ah, oder mit so einem Zeichen hier. Forte. Zeichen. Help. Nö. Oder nur Help? Nö. Warte mal, nee, Quatsch. Wir müssen ja den kompletten Username eingeben. P.Forte Leerstrich Help, vielleicht so. Nö, auch nicht. Oder P.Forte. Das da ja. Help. Ah. Lesen Sie das Benutzeranbau oder kontaktieren Sie Ihren Administrator. Wie verwende ich Befehle? TYT, aha, Folder, Software, MS Paint. Dies ermöglicht dem Benutzer Tyta ein Programm namens MS Paint zu starten, welches sich im Softwareordner findet. Ja so, mit, ah ja, Folder. Da müssen wir erstmal einen Folder öffnen, aber ich weiß noch gar nicht, welche Folder ich habe. KP.Forte, das hier, Folder. Ne, bist Quatsch, wir machen mal List. Was haben wir denn alles? Ach, Liste von allen verfügbaren Befehlen. Das wollte ich aber eigentlich nicht wissen. Ich wollte eigentlich wissen, Folderliste irgendwie. Ich das nochmal eingebe vielleicht. Ist es immer noch Hilfe sozusagen? Ne, Quatsch. Oder Folderlist? Ne, das glaube ich nicht. Oder mal nur Folder. Ah,
Ordner gefunden. Drivers, Personal, Fotos, Privat, Software, System. Naja, gut. Ich glaube, entweder Personal oder Privat oder mal Fotos angucken. Drivers, glaube ich, jetzt, dass wir nicht brauchen. Okay, P-Pforte. Das hier. Folder, Strich. Machen wir mal Personal. Gibt es irgendwo? Personal. Enter. Falscher Befehl. Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Habe ich das wieder nicht eingegeben richtig? P.Pforte. Das hier. Folder. Dann müsste ich wieder so einen Strich machen, oder? Und dann... Personal. Enter. Nö, geht nicht. Ach, geh, was soll denn der Quatsch hier? Warte mal, was ist denn der... Aber das habe ich jetzt richtig gemacht, oder? Pforte. Was heißt denn eigentlich Force? Ach, Force-Befehl ist ja möglich, Befehle auszuführen, die nicht ganz kompatibel sind. Okay. Force-Command, Parameters. Ja, kann ich vielleicht da Force-Folder oder sowas machen? P.Pforte-Force-Folder-Personal. Aha. Erzwungener Zugriff auf persönliche Datei. Ja, keine Ahnung. Verborgenes Passwort. Achtstellig. Moment. Hier. Das ist vielleicht ganz nützlich. 210. So. Ich mache mal aufschreiben. Achtstellig. Das könnte man wahrscheinlich brauchen für irgendwo was. Gut, weiter. Kann man das jetzt nicht einfach irgendwie nochmal übernehmen? Das wäre einfach, aber sonst im MS-DOS hat man einfach eine Pfeiltaste nach unten oder nach oben gedrückt und dann konnte man den Befehl nochmal wiederholen. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Naja, okay, bin ich jetzt wieder draußen? Das kann es nicht sein. Ach komm, Leute. Irgendwas ist jetzt, glaube ich, falsch, oder? Okay, dann sind wir wieder drin. Command. Ich habe da irgendwie nach unten gedrückt. Das war der Fehler. Punkt. Pforte. Balken. Force. Dieser Balken da. Folder. Ja, wir haben auch die ganzen Sachen ja so stehen, ne? Personal oder privat? Also dann machen wir das mal. Privat. Enter. Eck. Warum falsch? Habe ich das schon wieder falsch eingegeben? Oder ich probiere mal folgendes. P.Pforte. Das hier. Folder. Das hier und dann privat. Enter. Ah. Private Archive benötigen ein Passwort. Verwenden Sie Ihr Passwort, um ein Archiv einzusehen. Die korrekte Syntax lautet Username, Folder, Privat, Passwort. Okay. Mann, ist das so dicke Tortur hier. Gut, ich weiß früher mit DOS, das war immer so ein Ding hier mit ganzen Befehlen, die man dann eingeben musste hier. Pforte. Folder, Strich, Privat und jetzt wie? Ah ja, ein Stern. Und jetzt das Passwort. Jetzt muss ich nochmal gucken. 21.0. Ja, wie kriege ich jetzt hier 12 zusammen? Ach so, 1 und dann 2011.
Hätten wir einfach ja die Nummern hingeschrieben. Enter. Archiv gefunden. Security.ar Erfolge entschlüsselt. Archivinhalt. Verwenden Sie folgende Parameter, um die Luftschläuche zu entsichern. Airlock 0.0 PEN E.D. Soll ich mir das aufschreiben? Besser ist es vielleicht. Also Airlock 0.0 P E N E.D. Okay. Kann ich das jetzt einfach so reinschreiben oder muss der Befehl wieder... Aber es hat doch geheißen, man muss immer... Naja, probiere ich es jetzt mal. Airlock 0.0 P EN, wo ist EN? Hier. ED. Enter. Ah, falsche Schreibweise. Alles klar. Also wahrscheinlich mit dem Namen vorne dran. P. Punkt. Pforte. Balken. Aber das kann ja wohl sein. Ich probiere mal was aus. Secure. Was heißt denn das eigentlich? Enter. The safety device are activate throughout the ship. Control room camera is connected. Teleport room no intruders found. Airlock doors closed. Greenhouse fire prevention system okay. You can disable a device using the minus 1 parameter with secure command. Also ich will die Airlock offen haben. Hat mir probieren mal folgendes. P. Pforte. Das hier Secure. Muss man jetzt auch wieder diesen Balken reinmachen? Nee, es war. Sternchen minus 1. Fehler. Es ist nicht empfohlen, die Sicherheitssysteme zu deaktivieren. Im Notfall können Sie den Secure-Befehl mit dem Force-Befehl erzwingen. Tun Sie dies auf eigene Gefahr. Aha, mit dem Force-Befehl erzwingen. Egal. Wir probieren es einmal. Wir wollen einfach alles entsichern erstmal, weil wir wollen überall hinkommen. So, Force Secure. Das hier minus 1. Der weitere Parameter setzen jeden Parameter einen voran. Parameter Control, Teleport, Airlock, Greenhouse, Wert, Level, Sprache. Ah, das ist das, was uns da gegeben worden ist hier. Mit dem Airlock 00 P und E, N, E, D. Gut, dann müssen wir das also so machen. Secure Forest. Gut, wir können es mal probieren, wenn wir es jetzt mal ohne Forest machen. P. Forte Dings hier. Secure. Sternchen minus 1. Sternchen. Ja, genau, jeder Parameter ein Sternchen vor. Airlock 0.0 P EN und dann ED. Falscher Befehl. Ja, nö, da müssen wir es mit Force probieren, oder? P. Pforte. Das hier. Force, das hier, Secure. Ja, eckige Klammer kann man dazu wahrscheinlich auch sagen. Ne?
wie war das jetzt? Sternchen minus 1. Sternchen Airlock. 0.0. P. IN. Boah, lernt das ja. Enter. Nee, passt nicht. Aber da muss ich da jeweils immer ein Sternchen einfügen. Das kann natürlich auch. Ja, was heißt ja bei jedem Befehl, ne? Hat es da vorhin geheißen. P.Forte. Jetzt probier's erst mal mit dem normalen Secure ja. Nee, warte mal. Secure und dann Sternchen minus 1. Sternchen Airlock. Sternchen 0.0. Sternchen P. Sternchen EN. Sternchen ED. Punkt, ja. So, Enter. Falsch. Ja, da machen wir es jetzt mit Force. P.Forte. Das hier. Force-Secure. Den hier. Minus 1. Den hier. Airlock. Das hier. 0.0. Sternchen. P. Sternchen. EN Sternchen. Weil mit Force hat es immer geheißen, nicht kompatibel Befehle, ne? ID, Enter. Ah, Luftschleusentüren wurden erfolgreich geöffnet. Das wollten wir erreichen, ne? Ja, mehr brauchen wir eigentlich ja nicht. Wir wollten nur die Luftschleusentür offen haben. So, kann ich jetzt eigentlich den Chip wieder rausnehmen? Nee. Der muss jetzt hier drin bleiben, alles klar. Wie ich mich natürlich beim P-Server einlogge, weiß ich jetzt noch nicht. Wie komme ich jetzt wieder? Ah ja. So, jetzt hat es eine Luftschleuse geöffnet, aber ich weiß nicht, welche Luftschleuse. Vielleicht hier hinten. So, jetzt sind wir in dem Rahmen, da beim Teleporterrahmen, oder? Da? Nee. Ja. Eine Lupe. Dahin will ich. Ja. So, ist jetzt hier hinten der Raum offen? Nö. Das ist also nicht die Luftschleuse, ja. Okay. Wo ist denn die Luftschleuse? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wo die ist. Kontrollraum? Nee. War hier irgendwo eine Luftschleuse? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das ist der Computerraum hier. Was ist denn das hier? Nee, das ist. Weil die Steuerung hier ist schon ein bisschen bescheuert, finde ich. Na, schon wieder. Ich drehe mich hier im Kreis. Na. Das ist der Serverraum, oder? Ja. Nee, da will ich nichts mehr haben. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist dieser komische. Oder wo ist diese komische Luftschleuse? Da kann man einmal so rumschlupfen hier. Nee, auch nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Also das ist der große Bildschirm, der jetzt auch nichts mehr anzeigt, ne? Jetzt sind wir in dem Raum hier. Schöne Sache. Da können wir eh nichts mehr machen. Das Licht wollen wir nicht mehr ausschalten. Das bleibt an.
Ja, ich und meine Tasten hier, ne? So, hinter dem Bildschirm hier. Wo ist denn hier die Luftschleuse? Willst du mich jetzt verarschen? Warte mal, kann ich mich hier um 180 Grad drehen? Na, dann kann ich das hier denn sehen. Da ist ein Sitz. Ein Sessel. Aber da kann ich nichts tun mit. Ja, wie soll ich jetzt weitermachen? Moment, vielleicht steht in der Hilfe, wie ich da weiterkomme. Das waren die ganzen Befehle. Das haben wir ja erfolgreich gelöst. Airlock oben. Was steht da noch? Before you leave, you can also try the password command. Give the password of a PC user if you know the exact name of the PC and user. Ah. Das können wir noch kurz machen. Das können wir noch machen, ja. Das Passwortkommando, ja, genau, das Passwort haben wir ja für den Servercomputer nicht. So, jetzt wissen wir wieder eine Weile, wie wir uns hier einloggen. Das P-Pforte, Quatsch. Nicht Pfote, sozusagen. Pforte. Pforte, genau. Ohne Punkt wäre es Pforte. Leerstrich. Und dann 2000. Nee, Quatsch. CSE 2011 war es. Enter. Bilim. Willkommen. P-Pforte. Sylp. Command. P-Pforte. Das hier. Passwort. Enter. Okay. Der Passwortbefehl erstellt ein neues Passwort für einen bestimmten Benutzernamen. Dieses funktioniert nur von diesem Computer aus. Netzwerkadministrator. Die korrekte Syntax lautet Username, Passwort. PC-Name, Username. PC-Name und Username, keine Großbuchstaben. So, okay. P.Forte. Passwort. PC-Name, das war das Server-PC, ne? Nee. Ohne das Klammer hier, da muss Sternle rein. Server-PC, Sternle, Username Platon. Enter. Durchsucht Netzwerk nach Server-PC, Benutzer Platon gefunden, Benutzer Platon, Passwort Cube is Earth. Das schreibe ich mir jetzt auch mal auf, mal sehen, ob wir es brauchen. Cube is Earth. Alles klar. Dieses Passwort kann gerade nicht geändert werden. Wir wollen ja eigentlich nur wissen, was das Passwort ist, oder? Mehr wollen wir eigentlich nicht wissen. Kann man dann eigentlich von dem PC aus auf den PC zugreifen? Ich glaube aber nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Platon. Leerzeichen. Ja, nee, ich kann ja das nicht schreiben. Das ist das Problem. Nee, ich habe ja hier keine vollständige Tastatur, oder? Ja, ist wurscht. Egal, brauchen wir nicht. Gut, dann hätten wir das. Kann ja noch mal kurz am Serverraum gucken, aber nee, da haben wir keine deutsche Tastatur dran. Also keine normale Tastatur. Jetzt gucke ich mal, wie wollen die hier weiter? Ersten Planeten. Go to the bridge. Open the airlock on the, push the button on the left. Ah. Moment mal. Hier. Ist das hier der Zentralraum?
Hä? Ah, das scheint die Airlock, oder? Nee, Privatzimmer. Hä? Uhrzeit, Schlüssel? Also geht wohl nur auf, wenn man die Uhrzeit hat, oder was? Nee, wir brauchen Schlüssel. Okay. Das ist die Airlock, oder? Nee. Wartungsraum. Ja, wer hätte es gedacht? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah. So, hier ist die Luftschleuse jetzt offen in die Brücke hier anscheinend. So, da ist so eine Art Rasterkasten. Wir schauen uns das mal alles an, würde ich sagen. Das ist hier die Erde. Planeten Terra, ja gut. Terra, in einer Sprache heißt es Erde, aber was haben wir denn da? Y, X, Z-Koordinate. Erst Z und dann Y und X oder wie? Hm. Planet Terra. Ja, ist schon recht. Ja, aber wir haben doch da anhand dieses einen Koordinatendings da die eine Koordinate nicht mehr. Wir haben ja keine Z-Koordinate. Was ist das hier? Kann man die öffnen, die Locked Door? Aha. Okay. Jetzt können wir hier rein. Da ist ein Raumanzug drin auch. Aber wir haben doch eigentlich schon einen an. Der sieht aus wie Stormtrooper hier irgendwie. Wir nehmen den mal. Ah. Der Typ, der mir was geklaut hat. Ja, das stimmt. Der hat da so einen Anzug an. So, da ist die Luftschleuse, da kann man jetzt raus. Okay. Können hier rumlaufen. Ah, Moment. Jetzt? Habe ich mich jetzt getötet? Nee, aber weh, ich muss jetzt nochmal alles von vorher machen. Aha. Ja, schön. Und jetzt? Game over. Okay, oh, zum Glück muss ich jetzt nochmal alles von vorne machen. Alles klar. Laufe nicht in den freien Raum rein. Dann bist du tot. Alles klar, gut, dass wir das jetzt wissen. Oh Gott, da wäre ja schon alles Game Over. Gut, das ist denn das jetzt hier für ein Kasten? Hä? Ja gut, hier kann ich die Höhe einstellen, oder? Keine Ahnung. Jetzt habe ich es natürlich schon verstellt. Ja, und hier ist die Koordinate. Was ist das? Warte mal, das haben wir ja da ja schon auf unserem Ding gehabt. Ich das Ding hier mal hier hinsetze, ja. Das war der dritte Gitterpunkt, ja. Ja gut, aber die Höhe habe ich nicht. Das ist mein Problem. Ich habe die Z-Koordinate nicht. Die war nicht ersichtlich aus dem einen Dings. Ja, ist schon gut. Es könnte vielleicht sein, dass ich durch Zufall vielleicht richtig liege, aber. Ja, wie? Ich
Ich guck noch mal hier raus. Nee, scheint sich nichts geändert zu haben. Gehen wir wieder rein. Wir brauchen noch die Z-Koordinate. Wo kriege ich die Z-Koordinate her? Ich meine, das, was wir da im Tagebuch gelesen haben, da stand ja nichts drin. Da hat er zwar irgendwie was davon geschwafelt von dem Planeten, aber dennoch. Oder? Ich gucke nochmal ganz kurz. Angehender Teilplanet Kepler. Ja, wo soll der sein? Auf welcher Koordinate? Und da war ja auch nichts, oder? Ah, gut. Naja, Leute, ich würde mal sagen, wir machen erstmal wieder Schluss für heute. Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Lego.